Einen schönen guten Abend. Ich begrüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer zur Vorstellung des Buches »Das Saarvolk hat sich entschieden«, die Reportagen eines Prager Journalisten zur Saarabstimmung 1935, das in unserer Schriftenreihe »Geschichte, Politik und Gesellschaft« erschienen ist. Die heutige Online-Veranstaltung findet im Rahmen des Lesefestivals »Erlesen – Literaturtage im Saarland« statt und ist eine Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Saar, deren Geschäftsführer Erich Später ich ebenso willkommen heiße wie Andreas Schorr vom Röhrig Verlag. Herzlich begrüße ich nicht zuletzt Dr. Alena Wagnerowa, die die Quellen der vorliegenden Publikation aufgespürt und das Werk als Herausgeberin begleitet hat. Es lebe das Leben. Mit diesen kraftvollen Worten verabschiedete sich einer der bedeutendsten tschechoslowakischen Journalisten der Vorkriegszeit aus Auschwitz in einer Nachricht an seine Frau von seinem Leben, František Kožourek. Doch wer war dieser Mann und was verband ihn mit dem Saargebiet? Dies wird in seinen Reportagen, die er um die Jahreswende 1934-35 schrieb, eindrucksvoll deutlich. Sie zeigen einen sozial engagierten Journalisten mit einer klaren demokratischen Grundhaltung, der die Atmosphäre im letzten Teil des freien Deutschlands, wie er das Saargebiet bezeichnete, den heutigen Leserinnen und Lesern auf lebendige Weise zu veranschaulichen versteht. Seine Beschreibungen Saarbrückens, sein beobachtender Blick in Schaufenster, die ebenso reich mit Waren wie mit Abstimmungspropaganda bestückt sind, seine latente Ironie, mit der er die Ernsthaftigkeit vor der Volksabstimmung am 13. Januar 1935 begreifbar macht, sowie seine offene Wahrnehmung der hier lebenden Menschen auch nach dem Entscheid und nachdem andere Journalisten bereits abgereist waren. Im Namen der Stiftung Demokratie Saarland danke ich allen, die am Entstehungsprozess dieser für die Landesgeschichte ebenso aufschlussreichen wie faszinierenden Publikation beteiligt waren. Dr. Alena Wagnerowa für die Wiederentdeckung von Kožoureks Reportagen und ihr Engagement als Herausgeberin, Raja Haug für ihre sorgfältige Übersetzung der Texte ins Deutsche, Erich Später für die historische Kontextualisierung in seinem Nachwort und Andreas Schorr für das harmonische Zusammenfügen in einem wunderbaren Band und natürlich der Heinrich-Böll-Stiftung Saar für dieses Gemeinschaftsprojekt. Bevor Erich Später über die Zeit der Saarabstimmung sprechen und Dr. Alena Wagnerowa uns den Prager Journalisten und seine Texte näher bringt, möchte ich Ihnen, lieber Herr Schorr, das Wort übergeben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, dass wir heute Abend eine Veranstaltung im Rahmen von Erlesen Literaturtage im Saarland präsentieren können. Voriges Jahr mussten wir wegen der Pandemie das komplette Festival absagen. Wir hatten sehr viel vorbereitet und wir waren natürlich in diesem Jahr auch sehr gespannt, wie es werden könnte, ob es überhaupt wird. Und wir haben viele Veranstaltungen digital vorbereitet. Und wegen der etwas besseren Lage jetzt können auch einige Veranstaltungen mit Präsenz stattfinden. Aber ich bin sehr dankbar, dass die Stiftung Demokratie und die Heinrich-Böll-Stiftung als unsere Partner eine langfristige Planung einer solchen Veranstaltung möglich gemacht haben und dass wir heute damit an die Öffentlichkeit gehen können. Den Band habe ich sehr gerne in der Entstehung begleitet. Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit und es ist mir auch ein Anliegen, dieses Buch als Verleger herauszugeben, denn es beleuchtet einen wichtigen Aspekt der saarländischen Geschichte aus tschechoslowakischer Sicht, eine für uns heute sehr erhellende Sichtweise, weil ein aufrechter Demokrat aus Prag die Lage sehr hellsichtig erkennt und schildert, wie es während der Saarabstimmung kurz vor und nach der Saarabstimmung im heutigen Saarland zugegangen ist. Ich übergebe das Wort an Herrn Später von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich darf zunächst natürlich und selbstverständlich mich bedanken bei der Stiftung Demokratie Saarland für die Zusammenarbeit, bei Herrn Schorr vom Verlag und natürlich die wichtigste Person in diesem ganzen Kontext, Alina Vatnorova, die diese Texte in Prag entdeckt hat, die sie übersetzt hat, die für sie geworben hat. Man darf nicht vergessen, auch die Saarbrücker Hefte, die sich bereit erklärt haben, die den ersten Teil, eine erste Reportage im Vorabdruck letztes Jahr der Öffentlichkeit bereits zu präsentieren. Und daraus ist diese Idee entstanden, dieses Projekt, diesen Blick auf das Saarland, diesen Blick von außen, der ja immer erhellender ist, wie die Selbstbeschreibungen der Menschen, die in diesen Debatten, in diesen Auseinandersetzungen gefangen sind. Das hat Kotschurek, wie ich finde, in einer sehr klarsichtigen, in einer sehr bewegenden, faszinierenden Art und Weise getan. Er gehört in die Reihe der großen Autoren, Politiker, Schriftsteller und Intellektuellen, die diese Saarabstimmung 1935 kommentiert, miterlebt, ja, man kann auch sagen, miterlitten haben. Ralf Schock, der Saarbrücker Germanist, hat ja bereits vor etlichen Jahrzehnten eine große Anthologie publiziert, und es wäre zu wünschen, dass dieser Blick von außen noch einmal neu aufgelegt, neu editiert und natürlich auch um die Texte von Kotschurek, der da unbedingt an vorderster Stelle dazugehört, erweitert. Was ist der Blick auf dieses Saarland? Man hat sich daran gewöhnt, man benutzt es selbst, das Vokabular Abstimmungskampf, Volksabstimmung, man zählt das auf, es geht um den Anschluss an Deutschland, es geht um den Status quo, also die Aufrechterhaltung des bisherigen Zustands oder kaum von Bedeutung, ich sage leider, den Anschluss an Frankreich. Das ist so ein bisschen diese Beschreibung auch der Parteienkonstellationen, die da gegeneinander antreten. Aber im tieferen Sinne beschreibt Kotschurek etwas ganz anderes. Er beschreibt eine Gesellschaft, die sich im Kalten Bürgerkrieg befindet. Kalter Bürgerkrieg heißt, es ist ganz klar, wie diese Abstimmung am 13. Januar ausgehen wird, dass diese Menschen, die sich gegen Deutschland, gegen Hitler Deutschland aussprechen, dass die jüdische Minderheit, dass alle Gegner Hitlers, alle Gegner der NSDAP, alle Gegner der Deutschen Front um ihre physische Existenz fürchten müssen, nicht nur um ihre politische. Bürgerkrieg ist etwas Furchtbares. Die Vorform, die erleben wir hier vor dem 13. Januar 1935. Wer steht gegen wen? Das ist ganz einfach zu schildern. Seit dem 30. Januar 1933 herrschen die Radikalfaschisten der NSDAP in Deutschland, zerschlagen die Demokratie, zerschlagen die Arbeiterbewegung. Es ist eine klassische Konterrevolution mit der Vernichtung aller Oppositionellen, der Linken, der Demokratie. Und es ist der Beginn der Machtübernahme der radikalsten antisemitischen Bewegung, die der Kontinent jemals hervorgebracht hat. Und im Saarland, das sich erst seit 1920 als selbstständige Einheit konstituiert hat, unter der Völkerbundsverwaltung, das soll am 13. Januar 1935, so war es festgelegt in jenem Vertrag von Versailles, über seine Zugehörigkeit entscheiden soll, ändert sich die Konstellationen der Parteien, der gesellschaftlichen Kräfte nach diesem 30. Januar radikal. Das, was vorher wenig umstritten war, die Vereinigung mit dem demokratischen Deutschland der Weimarer Republik, wird über Nacht zu einer Frage von Leben und Tod, von Sein oder Nichtsein. Und es ist für die Linke, es ist für die jüdische Gemeinde, es ist für alle Oppositionellen in diesem Lande schnell klar, dass es nur eine Möglichkeit geben kann, der
geplanten und angedrohten Vernichtung zu entkommen, wenn es gelingt, diesen Wiederanschluss an Deutschland zu vermeiden. Und darum dreht es sich im Grunde genommen im Vorfeld, am Vorabend dieser Abstimmung, in der, und das ist bis heute das, was einem immer noch sehr zu schaffen macht, in dem die Gegner des nationalsozialistischen Deutschlands, die Feinde der NSDAP, die Feinde der Diktatur, zu einer kleinen Minderheit geworden sind, die im Meer der deutschen Front, im Meer des nationalistischen Taumels, der da heißt, deutsche Mutter, heim zu dir, mit ihren Argumenten für Demokratie, für Rechtsstaat, für die sozialen Rechte, vor allen Dingen für die Minderheiten, gegen die Antisemiten auf verlorenem Posten stehen. Das schildert Kotschurek. Er schildert diesen verzweifelten Kampf, diesen Appell an Vernunft und Humanität, doch an die Saarländer, das doch aufrechtzuerhalten, diesen letzten freien Teil Deutschlands in bewegenden Reportagen. Und um zum Schluss zu kommen, es gibt für mich nichts Eindringlicheres, wie die Reaktion auf diese vernichtende Niederlage, die ja dieser 13. Januar 1935 bringt, die vernichtende Niederlage, nicht nur politisch, sondern es entsteht eine vollkommen neue Gesellschaft hier in diesem Land, die nach den Kriterien menschlicher Ungleichheit gestaltet wird, in dem die einen leben sollen und die anderen werden sterben, in dem der Plan bereits in Konturen erscheint, dieses System auf Europa, ja auf die Welt zu überdehnen, zu expandieren. Und diese Unterlegenen, die wenigen Tausend, die standgehalten haben, das waren 9%, die sich gegen den Anschluss an Nazi-Deutschland ausgesprochen haben, die bilden bis heute den Kern der Erinnerung, an die es wert ist zu erinnern. Die sollten das sein hier für unser demokratisches Saarland, die sich gewehrt haben, die ihr Leben geopfert und eingesetzt haben. Und die sollten etwas in diesem Land begründen, ein demokratisches und antifaschistisches Vermächtnis. Und dazu hat uns Kotschurek nochmal ermutigt, mit seinem Blick von außen genau dies nochmal auch im Land einzufordern, wo es immer noch ein Problem ist, die Antifaschisten, die Demokraten, die Katholiken, die sich militant unter Johannes Hoffmann der Nazi-Barbarei entgegengestellt haben, die endlich hier im Saarland zur Grundlage dieses Gemeinwesens zu machen, sie öffentlich zu ehren, ihnen endlich ein Denkmal zu setzen. Kotschurek hat dies getan mit seinen großartigen Reportagen und ich kann nur jeden ermuntern, sich da noch mal rein zu versetzen und daraus auch Anregungen für heute, für eine demokratische Erinnerungspolitik im Saarland daraus zu ziehen. Herzlichen Dank. So, meine Damen und Herren, und jetzt kommt auf mich die Reihe, um František Kocourek vorzustellen. Ein Journalist, der in der Bundesrepublik bis jetzt überhaupt nicht bekannt ist. František Kocourek zählte zu den bedeutendsten, bekanntesten und beliebtesten Journalisten der ersten tschechoslowakischen Republik. Geboren noch in der Zeit der Habsburger Monarchie am 14. September 1901 in Prag, wuchs er in einer Familie auf, die zu der Kulturelite der tschechischen Gesellschaft in der Stadt Prag gehörte. Kulturveranstaltungen zu besuchen und selbst aktiv zu werden, gehörten schon zu den Selbstverständlichkeiten seiner frühen Jugendjahre. Nach der Matura auf dem Gymnasium an den Weinbergen studierte er an der Karls-Universität Philosophie, Geschichte, der modernen Literatur und slawische Philologie und 1926 wurde zum Doktor der Philosophie promoviert. Das folgende Jahr verbrachte er dann in Paris als Student der diplomatischen Sektion der École Libre des Sciences Politiques et Sociales an der Sorbonne, das nächste an der Universität in Aix-en-Provence,
und die Jahre 1929-30 an der Universität in Berlin. Sein Studium ergänzte er noch mit den Reisen durch Europa, Nordafrika und den Nahen Osten. Unter den tschechischen Journalisten dieser Zeit gehörte František Kocourek zu den gebildetsten und kenntnisreichsten. Sein hohes Bildungsniveau ermöglichte ihm eine breite thematische Orientierung von der Literatur bis zur Politik. Und zu dem bevorzugten Genre seiner Arbeit wurde nach und nach die Reportage, die für ihn ebenso wie für Egon Erwinkisch Literatur war. Und auch für Kocourek gehörte der wahrhaftigen, mutigen und warmherzigen, das ist kein unwichtiges Wort für die Reportagen von František Kocourek, also und warmherzigen Reportage die Zukunft als eine Literatur. Vor allem deswegen, weil sie für ihn einen direkten Kontakt mit den Menschen ermöglichte und das war für ihn das Wichtigste. Das würden wir auch in diesen Reportagen aus dem Saargebiet erfahren können. Schon 1924, noch als Student, begann Kocourek für die von Ferdinand Perotka gegründete Wochenzeitung Přítomnost Artikel zu schreiben und gehörte vor allem am Anfang der 30er Jahre zum engen Kreis der Autoren von Přítomnost. Přítomnost stellte in der tschechischen Presselandschaft ein liberales Forum, eine liberale Plattform, die geöffnet war für ein breites Spektrum der Meinungen und verschiedenen Themen, die kritisch, aber zugleich objektiv behandelt wurden. In diesem Sinne liest man die Artikel aus Přítomnost heute sehr gerne, weil heute ist irgendwie diese wieder Mode geworden, das Ja und Nein zu oder Nein zu allem zu sagen. Kocoureks politische Orientierung kann man als linksdemokratisch bezeichnen. Als Student organisierte er Bildungskurse für Arbeiter und auch später als Journalist gehörte die soziale Problematik zu seinen Themen, insbesondere in der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Seine 10-teilige Reportage über seinen ehemaligen arbeitslosen Mitschüler Na dně am Abgrund und 3-teiliger Bericht über die Lokalitäten der Armut in Prag, Pomoc, Hilfe, können als bestes Zeugnis dafür dienen. Und sein soziales Denken erfahren wir auch in den einzelnen Teilen seiner Reportagen. Er vergisst nicht die Arbeiter in Saargebiet. Am Anfang der 30er Jahre begann Kocoureks Zusammenarbeit mit dem Prager Rundfunk, damals ein relativ neues Medium noch. Und er wurde bald zu seinem berühmtesten und beliebtesten Rundfunkreporter und Kommentator. Nicht zuletzt hatte er auch einen wesentlichen Anteil an der Etablierung des politischen Kommentars im Funk und überhaupt an der Entwicklung des Rundfunks als einem neuen Medium und auch zum Beispiel wichtig für die Kultur. Und zu seiner Professionalität gehörten auch viele Reisen durch Europa. Sehr oft und gerne besuchte er Berlin und er hatte Berlin gerne. Das ist ganz interessant. Seine 4 Artikel aus dem Berliner Tagebuch stammen noch aus der Zeit seines Studiums in der Stadt. Und es entging ihm nicht, wie sich das politische Klima in Deutschland bis zu den Wahlen im März 1933 änderte und machte insgesamt in 4 umfangreichen Reportagen auf das wachsende Selbstbewusstsein der deutschen Bevölkerung und die Macht der Hitler-Anhänger aufmerksam. Das sind Reportagen Berlin wählt den Präsidenten, Hitlerismus richtet sich ein, die Sieger bei der Arbeit, aus dem Leben des Dritten Reiches. Alles 1933 im März geschrieben und veröffentlicht. Und Kocourek vergaß auch nicht die drastischen Folgen der Weltwirtschaftskrise und die Radikalisierung der Deutschen und Polen in dem tschechischen Grenzgebiet. Den Kundgebungen von Henleins Heimatfront
in Böhmisch-Leipa und Gablonz widmete er im Jahr 1934 zwei Artikel auf den Spuren Konrad Henleins in Gablonz auf die Premiere der Heimatfront, auch im Februar 1934. Er wusste, worum es bei der Volksstimmung gehen wird und über die Situation in dem letzten Teil des freien Deutschlands, wie er das Saarland bezeichnete, zu berichten. Er kam in jedem Fall nach Saarbrücken gut vorbereitet durch seine Kenntnis von Berlin und von den Sachen, die da irgendwie in Bewegung, diese negativen Sachen, die in Bewegung waren. Und das beste Zeugnis dafür stellen diese 9 Reportagen in diesem Buch dar. In dem erhaltenen Notizblock kann man noch ein paar kleine Details erfahren. Zuerst ist es die Adresse des Hotels Birgerhof, Kaiserstraße 48, Inhaber Günther Appelt. Dann die Namen und Adressen von 3 Mitarbeitern der Saarbrücker Post. Maria Baldauf, Saarbrücker 3, Bruchwiesenstraße 45. Franz Jakobs, Völklingen Saar, Gatterstraße 49. Und Irene Krämer, Saarbrücker 3, Großherzog Friedrichstraße 144. Vielleicht wird sich noch jemand an Sie erinnern oder wird sie zu seiner Verwandtschaft gehören. Und weiter sind das Namen der Journalisten der französischen Zeitungen und letztlich 2 etwas fragmentarische Notizen aus dem Geschehen in jenen Tagen. 15.01. aus Saarbrücken mit dem Fackelzug. Ein paar hundert Menschen kamen an die Grenze Großrosseln. Man hat sie nicht daran gehindert, über die Grenze zu gehen und begleitete sie. Frankreich wird sie auf seinem Gebiet aufnehmen nach der Überprüfung der Papiere. Emmersweiler, ein Dorf im Saargebiet, wo ein Bürger eine französische Fahne gehissen hat, die anderen mit dem Hakenkreuz. Daraufhin, ein Wort ist da unerleserlich, verschwand. Schon am 4.1., direkt nachdem er in Saarbrücken ankam, besuchte Kosorek offensichtlich Mettlach und hörte dort die öffentliche Rundfunkmeldung: Achtung, noch 7 Tage zum Plebiszit. Als einem Hinweis, dass Kosorek nach dem Plebiszit noch nach Paris weiterfuhr, kann die kleine Notiz dienen. 19.01. Fahrt Saarbrücken, Paris, Forbach, Metz. Auf den weiteren Seiten des Notizbuchs liest man dann eine Reihe französischer Namen mit Adressen, darunter zum Beispiel des Politikers Léon Blum mit der Adresse Paris 9 Rue Victor Massé. Édouard Daladier kommt da auch, der eine fatale Rolle beim Münchner Abkommen 3 Jahre später spielen wird, oder des Schriftstellers Gilles Romain. Für den 25.01. hatte Kosorek einige politische Treffen organisiert in Paris, meistens mit der Anmerkung Député, also Parlamentsabgeordnete, darunter verschiedene Namen, heute inzwischen unbekannt. Offensichtlich wollte er sich ausführlich über die politische Situation in Frankreich informieren und sicherlich auch sondieren, was die französische Politik und Öffentlichkeit über den wachsenden Einfluss der an Hitler orientierten Henlein-Bewegung in den Sudeten weiß und denkt. Also er kam in das Saargebiet schon mit dem Bewusstsein, dass eventuell dass für die Tschechoslowakei kann diese Entwicklung auch gefährlich sein für seine Existenz. Naja, und in 3 Jahren kam schon Münchener Abkommen. In den folgenden 3 Jahren bis zum Münchener Abkommen wuchs František Kosorek zu den bekanntesten und populärsten politischen Rundfunkkommentatoren des tschechoslowakischen Rundfunks und war als Reporter bei allen politisch wichtigen Ereignissen, die letztlich zum Ende der Existenz der Tschechoslowakei am 5. März 1939 und dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
ein halbes Jahr später führten. Er hat zum Beispiel auch Mussolini gesehen in Mailand und so weiter. In die Herzen seiner Rundfunkhörer schrieb Sikko Zorek mit seinem glänzenden, ironischen Kommentar zum Defilé der Wehrmacht auf dem Wenzelsplatz nach der Besatzung des Restes der Tschechoslowakei am 15. März 1939 ein. Und die tschechische Gesellschaft hat gelacht, weil sie die Ironie verstanden hat. Und dann kam das auch durch zu Ohren der Gestapo und seitdem war er von der Gestapo verfolgt und durfte nicht mehr im Rundfunk arbeiten und ernährte sich von Vorträgen, die er in den kleineren Städten führte über die tschechische Kultur und die Geschichte. Er war also ab 1940 schon auf dem Index und die Gestapo hat sich auch bemüht, was sie zum Beispiel auch bei Perutka gemacht hat, ihn dazu zu gewinnen, dass er für sie arbeitet, also dass er sich auf die ganze politische Linie also anbringen wird. Und er wurde dann am 11. Juni 1941 während eines Vortrages außerhalb Prags verhaftet. Und nachdem er die angebotene Kooperation mit der Gestapo wieder ablehnte, wurde er zuerst in das Gestapo-Gefängnis in der kleinen Festung Theresien gebracht, also nicht Ghetto, sondern kleine Festung. Das war Gestapo-Gefängnis, den ganzen Krieg. Und nachdem er im August wieder die Kooperation mit der Gestapo ablehnte, im September nach Auschwitz mit dem Zeichen RU, Rückkehr, unerwünscht, deportiert. Sage meiner Mutter, dass ich glücklich bin, dass sie mir das Leben gab. Es war schön, voller Ereignisse, Arbeit, Erfahrungen und Freude. Es lebe das Leben. So verabschiedete er sich aus Auschwitz von seinem Leben in einem Kassiba an seine Frau. Verlegt in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, wo damals auch Nichtjuden interniert waren, steckte er sich dort mit Typhus an und starb völlig entkräftet am 14. Mai 1942 in den Armen eines russischen Gefangenen und eines tschechischen Mithäftlings. Soweit über kurz über František Zorek. Und jetzt wollen wir ihm selbst das Wort geben. Und wir beginnen mit einer kurzen Information über die Volksabstimmung, weil vielleicht nicht alle Hörer, die unser Abend heute hören wollen, wissen eigentlich heute noch, vor allem die Jugend, was die Volksabstimmung war und was die drei Möglichkeiten waren, die man zu wählen hatte. Und ich habe immer den Eindruck, wenn ich die Reportagen lese, dass man sich wieder zurückkehrt, dass man wieder diese Vergangenheit wird wieder zur Gegenwart, dass das sehr lebendig ist, wie er das schafft, dieses Ereignis zu schildern. Also, beginnt also die kurze Information über die Volksabstimmung. Freilich, so wie das Saargebiet vor dem Weltkrieg deutsch war, so ist es das noch heute. Und das ist auch unstrittig. Das Plebiszit, anders gesagt, die Volksabstimmung, die am nächsten Sonntag, dem 13. Januar, stattfinden wird, soll die Antwort der Bevölkerung auf drei Fragen bringen. Die erste: Wünschen Sie, dass das Saargebiet weiter unter der Verwaltung des Völkerbundes und der von ihm bestimmten saarländischen Regierungskommission verbleibt? Die zweite: Wollen Sie, dass das Saargebiet an Frankreich angeschlossen wird? Oder ist es drittens Ihr Wunsch, das Saargebiet möge an Deutschland angeschlossen werden? Das Saargebiet ist 1912 Quadratkilometer groß,
der letzten Zahlung zufolge leben insgesamt 786,98 Menschen hier, davon allein in Saarbrücken 130.000. Interessant, das sind die Zahlen aus dem Jahr 1935. Es ist der 6.1.1935. Um diesen Sonntag entsprechend beurteilen zu können, muss man sich bewusst machen, dass es wirklich der letzte Sonntag vor der Abstimmung war. Der letzte freie Tag, an dem jeder nach seiner Überzeugung nach Saarbrücken demonstrieren kommen konnte. Für 10 Uhr vormittags ist der Zug um die Manifestation der Deutschen Front gestattet worden. Aber sie hatte Pech. Schon vor 9 Uhr fing es dicht zu schneien an, große Flocken sowie die aus Watte an den Weihnachtsbäumchen der Drogisten fielen aus dem böswilligen Himmel auf die Zehntausenden Hitler-Anhänger herab. Patriotische Begeisterung übersteht so einiges, aber mehrere Stunden dichter, nasser Schnee können auch einiges verderben. So auch die Vormittagskundgebung der Deutschen Front. Die Menschen zogen bis zu Saarbrücken Flughafen in St. Arnual. Sie sahen aus wie Schneemänner. Dann drehten sie um und gingen nicht ohne Hindernisse nach Hause. Dabei grüßten sie sich mit dem von der Saarregierung verbotenen Heil Hitler und erhoben dabei die Rechte zum gleichfalls verbotenen Cäsargruß. Gemeint war damit Hitlergruß. Den Mitgliedern der Einheitsfront war der Himmel zweifellos besser gesonnen. Wahrscheinlich, weil der heilige Petrus Rücksicht auf die vielen Katholiken nahm, die in dieser Front organisiert sind. Gleich nach Mittag marschierten die Gegner einer Angliederung des Saargebietes an das Dritte Reich von Hauptbahnhof zum Rathaus und weit aus der Stadt hinaus zur Ulanenkaserne, wo jetzt Engländer und Schotten wohnten. Zehntausende versammelten sich auf dem großen Platz, den Aufschriften wie zuerst fort mit Hitler, dann eine zweite Abstimmung. Nie zu Hitler und Katholiken, vergesst nicht Klausners Schicksal, rahmten. Erich Klausener war Kritiker der Kirchenpolitik der Nazis und er wurde im Zuge der Röhm-Affäre 1934 in seinem Arbeitszimmer im Amt ermordet. Und dahinter war Heydrich, der später 1942 in Prag im Attentat ermordet wurde. Sozialdemokraten, Kommunisten, Katholiken standen hier nebeneinander vor der Tribüne, auf der rote und weiße Flaggen mit dem dringlichen Appell hingen. Am 13. Januar sagt Ja zum Status quo. Redner lösten sich am Mikrofon ab, Musik spielte, Zehntausende sangen die Internationale und riefen laut ihre Zustimmung heraus zu den Losungen. Wir wehren einträchtig gegen Hitler. Ja, wir sind Deutsche, wollen zu Deutschland, aber zu einem freien und menschlichen Deutschland. Schließlich hoben sie die Hände zum feierlichen Schwur. Überall um mich herum reckten sich Fäuste in den Abendhimmel. Die Stimmen prallten in Wellen aus den unterschiedlichen Ecken des Platzes aufeinander. Nach der Solostimme des Vorredners am Mikrofon antwortete das Kollektiv. Wir versprechen, dass wir nicht ins Hitlerdeutschland heimkehren, sondern um jeden Preis das unabhängige Saargebiet verteidigen werden. Wir versprechen, dass wir niemals das freie Deutschland verraten werden, in das wir heimkehren, wenn das Vierte Reich erkämpft sein wird. Das war das erstaunlichste und längste Gebet, das ich je hörte. Erst bei diesem Gebet, unter freiem Himmel, inmitten der Riesenmenge Menschen, konnte ich fühlen, was für ein ernsthafter Kampf diese Saarabstimmung ist. Und František Kocourek beachtet auch die andere
Seite der Volksabstimmung. Herr Hitler ist eine im Saarland durch die Regierungskommission verbotene Begrüßung. Aber die Menschen grüßen und verabschieden sich damit. Jeder nur ein bisschen anspruchsvollere Artikel in den Blättern der Deutschen Front endet mit dem gesperrten Heil Hitler. Auf den Straßen dürften keine Fahnen mehr mit Hakenkreuz wehen. Aber die Schaufenster in der ganzen Stadt sind voller Symbolen des Dritten Reiches. Die Jungen aus dem Reich schreiben den Jungen im Saarland Heil Hitler. Und die Mädchen aus dem Saarland schreiben den Mädchen im Reich, wie sie sich darauf freuen, in ihre Heimat zurückzukehren und die nächsten Weihnachten schon zu Hause zu feiern. Heil Hitler! Die Kaiserstraße ist die Straße der Banken. 8 Institute sind es insgesamt, alle deutsch, wenigstens nach ihren Firmennamen. Und eine davon gehört der Firma Gebrüder Rechling. In dem Papierwarenladen und dem Galanteriegeschäft in der Nähe des Hauses der Deutschen Front befindet sich ein Lager und Geschäft mit 4 das Plebiszit vorbereiteten Waren. Tausende kleine Flaggen mit Hakenkreuz warten hier auf die Käufer, Armbinden mit Hakenkreuz, tausende Standarten und Erinnerungsgegenstände mit diesem Zeichen und tausende, aber tausende Bilder von Adolf Hitler in den verschiedensten Ausführungen. Männer und Buben, Mädchen und Frauen drängen sich an dem Pult und mit Begeisterung, ohne zu feilschen, nehmen sie das Lager auseinander. Hakenkreuz und Adolf Hitler, das sind die am meisten gesuchten Artikel im Saargebiet vor dem Plebiszit. Jetzt, eine Woche vor der Entscheidung, muss man die Siegeszeichen ins Papier einwickeln, denn auf den öffentlichen Plätzen sind sie verboten. Der Weg des neugierigen Journalisten führt aber auch in das Umfeld der Hauptstadt. Kurzorig, wenn man ihn verfolgt, ist unheimlich viel wirklich im Saargebiet, also in Saarbrücken, in Völklingen bis Saar-Louis, immer also gewandert. Das ist wirklich für die Woche, ist das wirklich bewundernswert. Also der Weg des neugierigen Journalisten führt aber auch in das Umfeld der Hauptstadt. Auf dem Ufer der Saar stehen ohne Bewegung Angler. Durch den Graben entlang der Straße nach Frankreich irrt ziellos ein Mann. Er sucht Abfälle. Die Hälfte der Industriebetriebe in diesem Land steht still. 15 von den 30 Hochöfen, 18 Thomas und 7 Bessemer-Birnen, 24 Siemens-Martin-Öfen und 3 von den 5 Elektrolichtöfen. Beim vollen Betrieb sind die Unternehmen imstande, jährlich Millionen Tonnen Eisen zu produzieren. Die Gemeinde Güdingen liegt verstreut auf beiden Ufern der Saar. Und hier auf der Kreuzung der Straßen, schon dicht an der saarfranzösischen Grenze, komme ich, sagen wir, zufällig ins Gespräch mit einem Mann, der in der hölzernen, deutsch-sauberen Trinkhalle für ein Bierchen Halt machte. Am Bier liegt ihm dabei genauso wie daran, was er sagt. Wie beurteilen Sie die Situation, frage ich den unbenannten Saarbewohner. Siegen werden wir, das ist sicher. In der Deutschen Front ist heute fast jeder organisiert, bis auf ein paar Leute. Aber das sind keine Franzosen. Ein echter Franzose wünscht sich nicht, dass das Saarland an Frankreich angeschlossen oder es so bleiben würde wie jetzt. Sie wissen, das Saargebiet ist deutsch und muss Deutschland zufallen. Denken Sie nicht, dass wir uns mit den Franzosen schlecht vertragen. Keineswegs. Diejenigen, die mit uns leben und uns kennen, mögen uns. Und wir sie auch. Ein Mensch ist ein Mensch. Ich bin ein Deutscher. Du ein Franzose, warum sollen wir nicht Freunde sein? Wir Deutsche an der Saar wollen keinen Krieg, keineswegs. Wir brauchen Frieden. Schon lange wünschen wir uns Frieden und stattdessen ist immer Krieg. Aber unser Führer will keinen Krieg.
Er erlebte doch den Krieg an der Front als Soldat und war einige Male verletzt. Er weiß, was Krieg ist und deswegen wünscht er sich keinen. Hat Hitler im Saarland viele Anhänger, frage ich. Hier bei uns ist jedermann für Hitler, sagt mein unbekannter Saarländer mit wachsender Begeisterung. Das ist ein Mann, der Deutschland vor dem Niedergang rettete. Sicher, ab und zu macht er irgendwelche Dummheiten, aber wenn er mit seinen Freunden sieht, dass ein Fehler passierte und man sich nicht nach vorne bewegt, beginnt er von Neuem an und versucht es so lange, bis es klappt. Und nicht so, wie es die früheren Regierungen machten, immer das Gleiche, selbst wenn es von Anfang an falsch war. Und vor allem, Hitler ist jung und er versteht die jungen Leute, bringt sie in die Arbeit. Was taugt Arbeit, die nur die Alten machen, schon erschöpfte Menschen? Der Mensch soll am meisten arbeiten, wenn er jung ist, wenn er Lust und Kraft hat. Sie können sicher sein, dass er kommt, gleich nachdem die Entscheidung gefallen ist. Das ganze Land würde ihn wie einen König willkommen heißen. Auch diejenigen, die heute gegen ihn sind. Hitler ist doch ein schöner Mann. Er gefällt und gewinnt überall, wo er erscheint. Habe ich nicht recht? Und wie geht es den Deutschen an der Saar? Was sagen Sie über die Situation? Es geht uns hier nicht gut, Herr. Wir leben ständig unter einer fremden Herrschaft, schon so lange. Aber ich sage Ihnen, es ist schön, ein Deutscher zu sein wie wir, in einem solchen Land zu leben und für die Heimat zu kämpfen. Nicht mit den Waffen, aber kämpfen und Opfer bringen. Ich sage Ihnen, auch ich sehne mich danach, dass das Saargebiet Deutschland angeschlossen wird. Und das verschweige ich von niemandem, weil ich es für mein heiliges Recht halte. Aber wenn mein Wunsch in Erfüllung geht, wird es nicht mehr so schön sein wie jetzt. Verstehen Sie mich? Es ist kurz vor 8 Uhr und wir schauen einmal zum Hauptbahnhof, der in der vergangenen Woche zum wichtigsten Saarbrücker Gebäude wurde. Tag für Tag kommen Verwandte und Bekannte her, um die zu begrüßen, die aus allen Ecken Deutschlands nach Europas, ja sogar aus Übersee ins Saargebiet kommen und ihr Kreuz in eins der Felder auf den Wahlschein zu setzen. Das ist eine Sache, die, glaube ich, ist schon völlig vergessen, dass da so unheimlich viele ausländische Saarländer zu der Wahl in das Saargebiet kamen, um auch manchmal auch die Familien, ihre Familie nochmal zu treffen. Und das mussten soweit man noch weiter bei dem Kursorik lesen kann, mussten ein paar tausende Menschen gewesen sein, die schon von dem Bahnhof durch die deutsche Front abgeholt wurden und also informiert wurden und indoktriniert wurden. Also Deutschland und Europa ist ja sogar aus Übersee ins Saargebiet kommen, um ihr Kreuz in eins der Felder auf den Wahlschein zu setzen. Von überall her kommen sie, wo sie jetzt wohnen. Zum 20. Juni 1919 aber im Saargebiet lebten und sich die Reise ins Saargebiet leisten konnten. Denn nur die, die sich mit amtlich beglaubigten Aufenthalt im Saargebiet ausweisen können, haben das Recht, an die Wahlurnen zu treten, die in einer Anzahl von 862 gestern und heute im Saargebiet aufgestellt wurden, in 8 Wahlkreisen und 83 Bürgermeisterämtern, nach welchen das Plebiszit organisiert ist. Aber heute, genau 24 Stunden bevor die Wahllokale geöffnet werden, gehen wir wegen eines anderen Anblicks über das verschneite Pflaster zum Bahnhof. Wegen eines Blickes auf die dichten Menschenströme, die der Bahnhof durch 2 Ausgänge ausspuckt. Menschenströme, die täglich nach Saarbrücken fahren, um hier bis zum Abend zu arbeiten. Arbeiter, Angestellte, Bürofräuleins, die echte Saarbevölkerung, die ackern muss, egal wie die Abstimmung und die Entscheidung des Völkerbundes ausfällt.
für den Anschluss an Deutschland oder gegen ihn. Hier eilen zum Broterwerb für sich und ihre Nächsten diejenigen, von welchen das Saargebiet schon immer gelebt hat, lebt und auch weiterhin leben wird. Und das sagt ein Ausländer. Auch wenn die heutigen Losungen vergessen und die Plakate dieser Januarabstimmung 1935 überklebt sein werden, wird das immer noch gelten, bis heute. In langen dunklen Reihen eilen sie nebeneinander her. Ein Hitler-Anhänger neben einem Kommunisten, einem Sozialdemokraten oder einem nicht gleichgeschalteten Katholiken. Junge Männer und Frauen, junge und alte, fast wortlos, ohne Anspruch auf Anerkennung, Ruhm und Ehre, nur auf ein Stück Brot und Dach über dem Kopf. Das ganze, fast 2000 Quadratkilometer große Saargebiet wird fast von 800.000 Menschen bewohnt. Diese 800.000 sind in zwei verfeindete Lager eingeteilt, aber alle 800.000 Saarbewohner sind Verräter. Jedenfalls müssen wir zu diesem Schluss kommen, wenn wir die Saarpresse unterschiedlicher Couleur verfolgen. Hitlers Deutsche Front spricht von 3, in der letzten Woche knapp 10% Verrätern im Saargebiet. Ihrer Meinung nach sind das diejenigen, die keine Lust haben, in den Schoß des nationalsozialistischen Deutschlands zurückzukehren. Denn wer seine Stimme am 13. Januar nicht für den Anschluss an Deutschland gibt, ist ein Vaterlandsverräter, trommelt die gleichgeschaltete Propaganda in allen Variationen auf die Saardeutschen ein. Wer seine Stimme für den Anschluss an Deutschland gibt, ist ein Verräter, schreiben die Anhänger des Status quo. Willst du zurück in die Knechtschaft des Hitlerdeutschland? Möchtest du deine Freiheit und Unabhängigkeit verlieren? Zuerst fort mit Hitler, dann eine zweite Abstimmung und dann heim ins freie Deutschland. Zwischen diesen beiden Hauptsorten an Verrätern gibt es noch ein paar Nuancen. Wir können sie nicht alle aufzählen und so richtig interessant wäre das vielleicht auch nicht. Aber zwei weitere beachtenswerte Verrätergruppen muss ich noch erwähnen. Es ist die innere Haltung der Katholiken, aus der im Saargebiet eine politische Frage geworden ist und wie für das Abstimmungsergebnis die wichtigste ist. Deshalb ist es klar, dass die Katholiken den Ausgang der Saarabstimmung entscheiden werden. Und die Saarabstimmung beginnt schon und die Wahllokale sind offen. Und da wird man sehen, wie sich welche Gruppe verhält. Die 80-jährige Gertrude Schmid nimmt mit zitternden Hand den Wahlschein von grauhaarigen, rosenwangigen Wahlleiter entgegen und geht, von einer Pflegerin gestützt, in eine der hölzernen Kabinen, die in jedes Wahllokal gestellt wurden. Die Tür schließt sie hinter ihr. Jetzt können wir uns nun vorstellen, wie sie das Papier auf das Holztischchen legt und mit dem dort liegenden schwarzen Stift ihr Kreuz in eines der drei Felder macht. In welches wohl? Jetzt ist sie schon aus der Kabine herausgetreten. In der rechten Hand trägt sie ihr Geheimnis, den Wahlschein, in einem zugeklebten blauen Umschlag. Den reicht sie dem Vorsitzenden, der ihn in die hohe Metallurne zu seiner Linken wirft. Damit ist der Wahlakt abgeschlossen. Frau Schmid tritt zurück, ganz aufgeregt, wegen der Größe des Augenblickes, geblendet von Scheinwerferlicht und verwirrt von Summen der Kameras, die von allen Seiten ihre durchdringenden Augen auf sie richten. So kommt Frau Schmid, Einwohnerin Saarbrückens, deren Leben noch nie öffentlich Interesse geweckt hat, auf die Kinoleinwände in allen europäischen Staaten und sogar in Übersee wird man sie sehen.
aber wir können nicht stehen bleiben. Mehr und mehr Saarbewohner treten an den Tisch des Vorsitzenden, vertrauen der Urne ihr Geheimnis an, ihre Bürde, ihre menschliche, politische, patriotische oder auch religiöse Überzeugung, das künftige Schicksal ihres Landes. Begleiten wir die letzten Wähler hinaus, warten wir ab, bis die behelmten Polizisten und Feuerwehrleute später die Tore und Türen der Wahllokale schließen. Unter Aufsicht neutraler Organe werden die Urnen versiegelt. Und unter internationalem Schutz, hier durch niederländische Marinesoldaten, wurden die gefüllten Wahlurnen zur Auszählung in Wartburg-Saal in Saarbrücken gebracht. Wartburg-Saal war der größte Saal damals überhaupt in dem ganzen Saarland. Und über die Nacht wurden dort die Stimmen gezählt. Und dann wird es schon hell. Die englischen Offiziere, die Delegation von Amerikanerinnen, die norwegischen Soldaten, die Polizisten von der Saar, alle wollen sie anwesend sein, wenn das Ergebnis offiziell bekannt gegeben wird. Der Wartburg-Saalbau ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Wieder brennen die Scheinwerfer und die Fotoreporter legen neue Filme ein. Die Blicke auf den Knien der Journalisten erwarten die Rede des Vorsitzenden der Abstimmungskommission. Die Neutralen im Erdgeschoss, die ohne Unterbrechung fieberhaft 14 Stunden gearbeitet haben, sitzen jetzt behaglich mit gefalteten Händen an ihren Tischen, wie Zuschauer dem Podium zugewandt. Herr Rode steht auf. Es ist der 15. Januar 1935, 8 Uhr und 14 Minuten. Die Kameramänner haben ihre Apparaturen angeworfen, aber der Herr Vorsitzende schweigt. Die Kameramänner schimpfen. Herr Rode wartet noch weiter eine ganze lange Minute. Und als es genau 8 Uhr und 15 Minuten mitteleuropäischer Zeit ist, der Zeitpunkt, für den seine Ansprache im internationalen Rundfunk angekündigt wurde, beginnt er auf Deutsch mit seiner letzten Ansprache zum Plebiszit. Dann erteilt er dem Generalsekretär, dem Schweden Hellstedt, das Wort. Der liest von 9 Mikrofonen die Abstimmungsergebnisse aus den einzelnen Bürgermeisterämtern vor. Und schließlich kommt der Vorsitzende Rode wieder spannendsten Ankündigungen zum Gesamtergebnis. Es wurden 528,5 Stimmen abgegeben, davon für den Status quo 46.513, für die Vereinigung mit Frankreich 2.124 Stimmen, und für die Vereinigung mit Deutschland 477,119 Stimmen. Die auf dem Balkon anwesenden Deutschen rufen Heil und heben die Hand zum Hintergrund, der von diesem Moment an wieder erlaubt ist. Wir schauen uns noch einmal auf der Bühne um, wo unter strengsten internationalen Kontrolle und vor den Augen der Vertreter der ganzen Welt mit einem 90-prozentigen Sieg unstrittig über den Anschluss des Saargebietes an Deutschland entschieden wurde. Und Kosorek weist auf die abgewandte Seite der Saarabstimmung hin. Man kann tausende Beweise über den systematischen Druck finden, der auf die Arbeitnehmer in den unterschiedlichsten Zweigen und Kategorien in Richtung Anschluss an Hitlerdeutschland ausgeübt wurde. Ich sprach mit einigen Arbeitern und Angestellten in Saarbrücken und außerhalb in den industriellen Gebieten. Der Tenor ihrer Aussagen, wenn sie sich trauten, mit mir zu sprechen, weil ihr Bekannter mich als zuverlässig vorstellte, war folgender. Wir können nicht offen sagen, was wir denken. Vertrauensleute der deutschen Front sind hinter uns her. Auf allen Seiten sind Spitzel. Nicht einmal den eigenen Leuten kann man mehr trauen. Viele Kameraden bekennen sich lieber zum Schein zur deutschen Front,
bevor sie sich ewiger Schnüffelei, Belästigung und Denunziation aussetzen. Mein Bruder und mein Schwager und viele Bekannte abonnieren die Deutsche Front, gehen zu ihren Versammlungen. Aber wenn jemand denkt, dass sie am 13. Januar ihr Kreuz in das dritte Feld, Anschluss an Deutschland, bedeutet das, tauscht er sich gewaltig. Das waren wohl die 46.513 Stimmen. Und nun die letzte abgewandte Seite der Volksabstimmung. Am Mittwoch, dem 16. Januar, hat man noch gefeiert. Aber es war nicht mehr der Nationalfeiertag. Die Menschen trunken noch von den großen Eindrücken der drei Tage des Plebiszits, entkräftet von Alkohol und überschüttet von öffentlichem Lob Hitlers und anderer Großer, mussten jetzt zur Arbeit. In den Straßen der Hauptstadt und anderer Städte des Saargebietes überall Ausverkäufe. Schaut man sich die Firmennamen an, kennt man den Grund. Der Inhaber, ein Jude, erwartet auch an der Saar den Aufmarsch der Bekenner des rassenreinen Germanentums. Es kommen Geldstrafen auf sie zu und braune Arme mit Hakenkreuz werden sich im Magazin umsehen und die Kasse öffnen. Und an diesem Tag, erst dem zweiten nach Deklärung der Situation, standen schon an verschiedenen Stellen der saar-französischen Grenze Gruppen der neuesten europäischen Emigranten, der Saar-Emigranten. Die Nachrichten über Racheakte von Angehörigen der Deutschen Front hatten sich an diesem Tag schon beachtlich vermehrt. Ich steige in die Straßenbahn ein. Sie fährt bis zur Grenze. Dort muss man seine Papiere der saarländischen Polizei zeigen, dann aussteigen und wieder in die Saarbrücker Straßenbahn einsteigen, die gegenüber der französischen regelrecht luxuriös ist. Eine Gruppe von Emigranten sammelt sich beim französischen Grenzposten. Sie wollen nach Frankreich. Auch die Saarbrücker Straßenbahn bringt neue politische Aussiedler mit Ranzen auf den Rücken und Aktentaschen mit ihrem ganzen Vermögen. Es werde auch im Saargebiet eine Bartholomäusnacht vorbereitet, erzählen sie, zurückschauend in das Land, das nicht mehr ihre Heimat sein kann, weil es Heimat des Hakenkreuzes wurde. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, und ich danke Ihnen für Ihr Zuhören, Ihr Interesse an dieser Veranstaltung. Und ich sage natürlich nochmal ein ganz großes Dankeschön an Sie, liebe Frau Dr. Wagnerowa, dass Sie das so einfühlsam vorgetragen haben. Ich glaube, da hat man auch nochmal einen Eindruck, dass da laufen im Prinzip Filme vorm Auge ab, so sensibel und einfühlsam beschreibt dieser Journalist dieses Werk. Und dieses Werk möchte ich Ihnen damit auch ans Herz legen. Das wird in Kürze im Buchhandel zu erwerben sein. Das Saarvolk hat sich entschieden, die Reportagen eines Prager Journalisten zur Saarabstimmung 1935. Es ist im Röhrig Verlag erschienen, kann für 28 € erworben werden. Und wie gesagt, es ist, das hat Erich später vorhin auch gesagt, es ist was Wichtiges auch für die Jugend, zum Erspüren und Erlernen von Demokratie, was es auch in der Gegenwart noch bedeutet. Also nochmal ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.